Wir sehen eine Chance, dass wir im Werkplatz Schweiz so überleben können. Und das geht nur mit Digitalisierung und Automation. Die Unternehmen, die man in der Schweiz trifft, da gibt es die ganze Bandbreite von denen, die sich noch auf den Lorbeeren ausruhen, bis zu denen, die schon aufgebrochen sind und volle Power unterwegs sind. Und sie müssen innovativ sein, denn sonst können sie im heutigen Wettbewerb, der zwangsläufig in irgendeiner Form global ist, nicht bestehen. Nicht herauszufinden, wo und mit einem Gerät zu produzieren. Aber das ist wirklich Übungsfrage. Die Vorteile von der Digitalisierung sind sicher, dass die Schweiz eines der innovativsten Länder ist, wo für den technologischen Wandel gerüstet ist und dass man in den Betrieb grosse Effizienzsteigerungen kann anbringen kann. Nachteile sind sicher, dass die Finanzierung für die Digitalisierung schwieriger wird und dass die Ausbildung der Mitarbeitenden eine grosse Herausforderung wird sein. Ich glaube, auch für kleine und mittlere Unternehmen enorme Chancen. Also ich denke, kleine Firmen sollten sich zu Wertschöpfungsketten zusammenschliessen, dass sie als Ganzes als Grösse auftreten können. Ich glaube, es ist schwierig für kleinste Firmen in der Zukunft auf dem Kreditmarkt zu bestehen. Oder sie müssen halt mit Eigenkapital arbeiten und der Unternehmer muss sich wieder ins Risiko gehen und auch verschulden. Einerseits geht es darum, dass wir von den Unternehmen her, von der Philosophie her schauen und von dem Geschäftsmodell, wie die Digitalisierung unsere Unternehmen soll beeinflussen. Die Digitalisierung hat Einfluss auf den Bildungsinhalt der ganzen Berufe, die wir in unserer Branche haben. Und die Digitalisierung hat sicher auch einen Einfluss auf den Finanzbedarf, den unsere Unternehmen haben.